Das Bewerbungsverfahren bei der KNAB war sehr einfach und unkompliziert. Es gab eine erste Runde, wo man sich gegenseitig kennengelernt hat und wo einem die Werte der KNAB erklärt wurden. Dann gab es ein Praxisbeispiel und ein abschließendes Gespräch wieder. Nach einem Online- und dann weiterführend einen zweiten Vor-Ort-Gespräch hat man sich gleich gut verstanden und es hat gepasst. Die Abfolge von der Bewerbung schaut so aus, dass wir zuerst die Schnuppertage haben. Nach den Schnuppertagen wird schon geschaut, ist die Person ein richtiger Kandidat für den Lehrberuf. Dann kann man sich bewerben über das Online-Formular. Das Bewerbungsgespräch ist ziemlich locker verlaufen. Wir sind durch die Halle durchgegangen und haben uns die Produkte angeschaut und dann wurden mir Fragen gestellt. Beim Bewerbungsgespräch ist mir am wichtigsten zuerst einmal der erste Eindruck und der ergibt sich wirklich schon in den ersten paar Sekunden. Und dann natürlich die fachliche und charakterliche Eignung. Und ich glaube, wenn man in dem Bewerbungsgespräch einfach offen und ehrlich über seine Interessen als Mensch und als zukünftiger Lehrling spricht, dann hat man eigentlich schon gewonnen. Ich habe mich auf das Bewerbungsverfahren vorbereitet, indem ich das Unternehmen recherchiert habe, mir überlegt habe, was sind meine Stärken und meine Schwächen, wo habe ich besondere Kompetenzen. Bei uns der erste Arbeitstag, da wird man auf jeden Fall einmal, bekommt man eine Sicherheitsunterweisung und dann wird man auf alles eingeschult und dann wird man einem Mitarbeiter zugeteilt, der einem die ganzen Abläufe beibringt. Das Onboarding besteht aus einer fundierten Einschulung, Einweisung und es wird auch im ersten Jahr einem ein Mentor zur Seite gestellt, der einem unterstützt. Bei uns in der Produktion braucht man im Normalfall schon eine technische Ausbildung, wie zum Beispiel eine Lehre im Maschinenbau, Elektrotechnikbereich. Leute, die in unsere Lehre passen, sind Leute, die sich motivieren lassen, die Interesse für Technologie, für Innovation haben und begeistert arbeiten können. Bei der KNAB gibt es viele Möglichkeiten für die Bewerber. Man kann arbeiten in der Produktion, in der Inbetriebnahme im Ausland. Man kann auch im Bereich Marketing oder im Customer Service tätig sein. Wir haben so eine große Bandbreite an Funktionen im Haus. Ich glaube, da ist für jeden irgendwo was da. Ob das jetzt ein Monteur ist, ob das jetzt ein Manager ist, ob das jemand aus der Technik ist oder auch Übersetzer. Wir brauchen auch so viele unterschiedliche Leute, damit das Ganze funktioniert.